Was ist denn mit deinen Eltern? Also die leben noch. Haben mich mit 14 in die Klapse gesteckt, weil sie meinten, ich wäre irgendwie kaputt. Mit 15 bin ich abgehauen, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Mit 16 war ich dann im Heim. Mit 17 habe ich gelernt, wie man Türen knackt. Und wie man Türen knackt? Ja. Bist du deswegen hier? Ja, deswegen bin ich hier. Also zuletzt war es die Tür von einem Safe. Von einem Safe? Von einem Safe. Aber das Komische ist irgendwie, dass ich sie trotzdem manchmal vermisse, meine Eltern. Immer wenn ich so ein Scheißlied höre. Welches Scheißlied? 74, 75. I was the one who let you know I was your sorry ever after. Stimmt, ja. 74, 75. Giving me more and I'll defy, cause you're really only after 74, 75. Hallo? Hallo? Ich bin da eben... Hey! Die Hände an die Wand, sofort! Ich habe die gesuchte Person gefunden. Täterbeschreibung passt genau. Ich schreibe das hier alles für den Fall, dass ich mich so wie die anderen irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dann hoffe ich, dass du jetzt der Richtige bist, der das liest. Hier bei uns sind Sie keine Straftäter. Hier sind Sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Hi, ich bin Sam. Wollen wir jetzt Freunde sein? Verpiss dich jetzt. Wir halten so eine Macht in den Händen. Ist krank. Die haben ihn betäubt. Da findest du das normal? Ja. Die sorgen dafür, dass man irgendwelche Dinge vergisst. Kennst du mich noch? Soll ich die Fresse haben oder was? Ich will nicht so werden wie die anderen. Du glaubst, man kann Erinnerungen einfach so wieder zurückholen? I was the one who let you know I was your sorry ever after. Stimmt, ja. 74, 75. Giving me more and ich bin hier raus. Ich hole euch hier raus, ich verspreche es dir. Was ist mit der? Wer ist das?